Lieben, ich wollte euch ein kurzes Craft-Update geben. Ich hatte ja in meinem Card Candy Adventskalender diesen schönen Tag und da habe ich mir gedacht, ich habe ja keine Fuse, aber das ist natürlich eine Möglichkeit, sowas nachzumachen. Meine sind zwar nicht ganz so schön geworden, aber ich zeige euch mal, was ich hier so fabriziert habe. Und zwar diesen hier. Da habe ich von Katja und Manni reingeschrieben, ein paar Pailletten. Hinten habe ich noch einen Aufkleber drauf, noch einen Stempel embossed. I wish you a Merry Christmas. Und habe ich hinten natürlich auch noch was mit reingemacht. Wenn, dann soll sich das ja lohnen. Und das hier vorne ist ausgeschnitten von dem Actionpapier, von dem kleinen Weihnachtsblock. Ja, da habe ich diesen gemacht. Das ist auch von dem Actionblock, habe ich da auch ausgestempelt. Hier habe ich mal versucht, Katja und Manni zu embossen. Von Katja und Manni. Aber das wird dann so groß. Hinten ist auch wieder... Na. Habe ich auch nochmal embossed, und also gestempelt und embossed. Hier auch nochmal ein bisschen was mit reingemacht. Auch wieder aus dem Actionpapier. Wieder ein Aufkleber drauf. Ein Band dran, damit was ans Geschenk hängen können. Auch nochmal mit Namen embossed. Hinten ist auch nochmal Merry Christmas, auch wieder was zum Schütteln drin. Dann Aufkleber drauf. Hier habe ich jetzt unseren Namen klein drauf geschrieben, weil diese großen Zettel fand ich irgendwie nicht so schön. Mit den Mikroperlen da drin ist irgendwie voll süß. So, hinten auch wieder. We wish you a Merry Christmas. Nochmal aus dem Actionpapier. Hier ist wieder der Name embossed. Aber das ist natürlich so riesig. Hinten wieder We wish you a Merry Christmas. Auch wieder ein paar Sternchen mit drin. Also eigentlich vom Prinzip her immer dasselbe. Von Katja und Manni. We wish you a Merry Christmas steht hinten drauf. Auch wieder embossed. Aufkleber drauf. Und die sind ganz einfach zu machen. Und zwar braucht man davon diese Tüten, womit ich meine Engelchen immer einpacke. Diese kleinen Tüten. Und dementsprechend, wie groß diese Tüten sind, habe ich mir hier so Text zurechtgeschnitten. Habe mir das hier oben abgeschnitten. Habe das hier drüber gezogen. Alles reingemacht, was rein muss. Streudeko, mein Name, Perlen, Pailletten. Und dann habe ich das hier oben einfach mit Washi-Tape festgeklebt. Und hier vorne einfach noch so ein Embellishment drauf gemacht. Einfach mit dem Kreisstanzer ausgestanzt. Extra das Papier ausgesucht, wo Merry Christmas steht. Noch ein Loch rein. Schnur dran. Aufkleber. Fertig. Der ist natürlich viel schöner. Das ist natürlich, hier ist natürlich das Embellishment natürlich viel schöner. Und ein schöneres Band. Naja, sind meine ersten. Vielleicht werden die nächstes Jahr Weihnachten ja besser, aber jetzt kann man die ja auch für Ostern machen oder zum Geburtstag. Geht also auch ohne Fuse. So, das war's wieder von mir. Ja. Ich denke mal, das war's. Heute gibt es die Geschenke. Ich wünsche euch allen ganz fröhliche Weihnachten, ganz viel Gesundheit, dass es keinen Stress in der Familie gibt, bei den ganzen Familienfeiern jetzt. Ja, ich werde jetzt noch die letzten Pakete verpacken. Bei uns geht es heute Abend los. Und dann sage ich nicht bis morgen. Mal gucken, wann das nächste Video dann von mir kommt. Aber ich melde mich vom nächsten Jahr auf jeden Fall nochmal. Hoffe ich. Okay, ich wünsche euch super schöne Weihnachten, dass der Weihnachtsmann richtig fleißig ist. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Grobi.